Hallo und willkommen hier zu einem Deckprofil zu den Monarchen-Decks. Und zwar beginnen wir hier mit den Fallenkarten. Einmal bodenlose Fallengrube. Jeder weiß, was sie macht. Ich brauche die nicht zu erklären. Dann zweimal der erste Monarch. Man kann hier ein Effektmonster, Spezialmechanismus beschwören. Stufe 6, 1000 Angriff, 2400 Verteidigung. Und gilt weiterhin als Fallenkarte leider. Und man kann eine Eigenschaft benennen. Also ich kann eine Karte abwerfen und eine Eigenschaft benennen und sie zählt dann für das Monster der Eigenschaft als zweite Route. Dann noch zweimal der primäre Monarch. Ja, man kann zwei Monarchen von Zauberfallenkarten vom Friedhof wählen und ins Deck mischen, dann eine Karte ziehen. Und falls sie im Friedhof ist, darf ich eine andere Monarch-Zauberfallenkarte vom Friedhof verbannen und diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören als normales Monster. Typ Fee, Licht, Stufe 5, ATK 1000, Defensiv 2400 in Verteidigung. Dann zweimal die Monarchen brechen hervor. Falls ich ein Tribut beschworenes Monster also kontrolliere, annulliere die Effekte aller anderen offenen Monster auf dem Spielfeld. Ja, und falls ich wenn der Ende des in der Endphase, falls ich kein Tribut beschworenes Monster habe, dann muss ich die Karte leider auf den Friedhof legen. Das waren die Fallenkarten. Jetzt sind Zauberkarten. Einmal Verbot. Ich darf einen Kartennamen nennen und die Effekte und Karten können nicht aktiviert werden und sind annulliert. Dann einmal Landformen für zweimal die Domäne der wahren Monarchen. Falls ich ein tributbeschworenes Monster kontrolliere, darf der Gegner keine Monster von extra Deck beschwören. Ja, dann kann ich ein Monster von meiner Hand mit 2800 Angriffen und 1000 Verteidigung vorzeigen und es braucht nur noch. Also es verringert sich ist eine Stufe um 2. Und falls ein tributbeschworenes Monster angreift, kriegt es 800 Angriff dazu. Dann noch hier mal zweimal Topf der Gegensätzlichkeit. OS3-Karten meines Decks aufbreiten, eine Karte auswählen, die Hand nehmen und rechts wieder zurückmischen. Und ich darf dafür keine Spezialbeschwörung beschwören in diesem Zug. Dann Rückkehr der Monarchen. Falls ich eine Tributbeschwörung mache, darf ich ein Monster mit 2400 Angriff und 1000 oder 2800 Angriff und 1000 Verteidigung von meinem Deck in die Hand nehmen. Und das war's eigentlich schon. Das ist das eigentlich nur eine Suchekarte, um die ganzen Monarchen da von meinem Deck in meine Hand zu bringen. Da Marschen Monarchen, alle tributbeschworenen Monster von mir können weder als Ziel für Karteneffekte noch durch diese zerstört werden. Und ich darf halt keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören von meinem extra Deck. Das sind so ziemlich jede Monarchenkarte, die das sagt. Dann Hartnäckigkeit der Monarchen. Ich darf. Wenn ich ein Monster mit 2400 Angriff oder 2800 Angriff und 1000 Verteidigung für meine Hand herzeige, darf ich mir einen Monarchen, also darf ich mir einen Monarchen, Zauber oder Fallenkarte von meinem Deck in meine Hand nehmen. Und ja, das könnte auch zum Beispiel das sein, Pantheismus der Monarchen, nur einmal, weil es nur auf eins limitiert ist. Ich darf eine Monarchen, Zauber oder Fallenkarte von meiner Hand auf den Friedhof legen und zwei Karten ziehen und ich darf diese Karte von meinem Friedhof verbannen und drei Monarchen Zauber oder Fangkarten von meinem Deck vorzeigen. Mein Gegner bestimmt eine von denen und die kriege ich in meine Hand. Der Rest wird ins Deck zurückgemischt. Dann Sturmkraft der Monarchen. Ich darf einfach eine Tributbeschwörung machen mit einem Monster von meinem Gegner. Und dasselbe macht eigentlich Seelentausch, nur zielt Seelentausch an. Muss wählen. Ein Monster. Ja, das ist sozusagen ein Satz, weil ja Sturmkraft auch nur auf 1 ist. Dann noch zu den Monstern. Oh, warum ist das eigentlich daher? Okay, zu den Monstern. Fossile Pachycerophosaurier. Auf jeden Fall ist kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Und falls diese aufgedeckt wird, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld, die als Spezialbeschwörung beschworen wurden. Ich hätte gerne mehr davon. Leider habe ich aber nur einen. Dann habe ich noch zweimal Landrube, der Felswasserhahn. Ich darf ihn als Spezialbeschwörung beschwören und ein Monster von meinem Gegner in die verdeckte Verteidigungsposition bringen. Dann Edir, der Himmelsknappe. Falls die als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, darf ich ein Monster mit 800 Angriff und 1000 Verteidigung als Spezialbeschwörung von meinem Deck in die Verteidigungsposition beschwören, außer es selber. Und ja, und falls die auf den Friedhof gelegt wird, darf ich eins meiner verbannten Monarchzauber oder Fangkarten wählen und in meiner Hand hinzufügen. Dann Eidos, der Unterweltlerknappe. Wenn der als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, darf ich eine zusätzliche Normalbeschwörung durchführen und also als Tributbeschwörung eigentlich.
Dann kann ich diese Karte auch noch von meinem Friedhof verbannen und ein Monster mit 800 Angriff und 1000 Verteidigung meinen Friedhof wählen, außer selber und als Spezialbeschwörung beschwören. Das wäre meistens immer Edir am besten Fall. Dann einmal Edna, Ether, der Himmelsmonarch. Wenn der als Tributbeschwörung beschwört wird, darf ich zwei Monarchen, Zauber oder Feinkarten mit unterschiedlichen Namen von meiner Hand oder und meinem Deck auf den Friedhof legen und falls ich dies tue, beschwöre ein Monster mit 2400 Angriff oder mehr und 1000 Defensiv als Spezialbeschwörung von meinem Deck. Und aber man muss es wieder in der Endphase wieder auf die Hand zurückgeben. Und während der Mainphase meines Gegners, falls diese Karte in der meine Hand befindet, kann ich einen Monarchzauber oder Fallenkarte von meinem Friedhof verbannen. Sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst ist, beschwöre ich diese Karte als Tributbeschwörung. Im gegnerischen Zug natürlich. Dann zweimal Erebus, der Unterweltmonarch. Wenn der als Tributbeschwörung beschworen wurde, darf ich. Also man kann natürlich auch die zwei, ich glaube der auch, indem ich nur ein Tribut anbieten mit einem Tributbeschworenen Monster. Und wenn der halt beschworen wird, dann darf ich zweimal noch einen Zauberfallkarten mit unterschiedlichen Namen von meiner Hand oder meinem Deck auf den Friedhof legen, so wie der vorige, und mische eine Karte von der Hand, dem Friedhof oder der Spielseite deines Gegners ins Deck zurück. Und einmal während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, falls diese Karte in den Friedhof befindet, ich kann einen Monarchen, Zauber oder Fallenkarte abwerfen und dann ein Monster mit 2400 oder mehr Angriff und Defensiv, also oder mehr Angriff von 1000 Defensiv in meinem Friedhof wählen und es meiner Hand hinzufügen. So, jetzt kommen die nicht so langen Texten Karten. Hier einmal Testalos, der Feuermonarch. Wenn er als Tributbeschwörung beschworen wird, darf ich eine zufällige Karte von meiner Hand des Gegners abwerfen und falls es Monster ist, fügt es dem Gegner Schaden in Höhe der Grundstufe mal 1000 zu. Und einmal Möbius, auch wieder Tributbeschwörung und zwei Zauber- und Fallkarten zerstören, bis zu zwei Zauberkarten Fallkarten. Dann Möbius der Megamonarch. Er kann als Tributbeschwörung beschwören, diese drei Zauber der Fallkarten zerstören. Und falls es ein Wasser war, dann kann er die Karten nicht aktivieren, die er sich dann anwähle. Dann zu den ziemlich guten, besseren Karten hier in dem Deck eigentlich, die kein Monarchen sind, aber durch Angriff Verteidigung schon fast einmal zählt. Der leider nicht, der hat noch 200 zu viel Verteidigung. Einbildungsunterweltler, kein Spieler kann Spezialbeschwörungen durchführen. Das ist eine sehr gute Karte eigentlich. Und da ist jetzt der Pseudo-Monarch, der Majestätsunterweltler. Und er kann nicht als Spezialbeschwörung beschwört werden. Ich glaube, so der vorige nicht. Ja, genau. Und es können keine Monstereffekte aktiviert werden. Wenn beide da auf dem Feld ist, das sind permanente Effekte, somit hebt der nicht den Effekt von denen auf. Also keine Spezialbeschwörung und keine Monstereffekte. Jetzt wäre es auch noch gut, dass keine Zauberlauf, keine Fallenkarteneffekte, aber. Das gibt es leider noch nicht. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft. Ich glaube, da gibt es mal ein Kommentar raus, was irgendwie sowas verhindern könnte. Man könnte es natürlich mit einem Naturio Bambussprosse verbinden, diese zwei Karten. Weil es ist auch so ein Permanenteffekt. Aber ich glaube nicht, dass es sehr gut synergiert mit den Monarchen. Als Sidekick habe ich eigentlich hier Gedankenkontrolle. Kurats habe ich hier auch noch einmal. Dann Kaius, der Schattenmonarch, um Monster zu verbannen. Noch zweimal Testalos, falls der Gegner zu viel Handkarten spielt und Handtraps und so weiter. Dann noch zweimal Möbius, der Frostmonarch, falls er mit jede Menge Zauberkarten daherkommt. Und dann noch die Spiegelmarke. Wo ich nicht weiß eigentlich, warum man sie braucht. Oh ja, es gibt ja so ein Vasal, das Spiegelmarken beschafft. Genau. Das war das Monarchendeck. Falls es euch gefallen hat, falls es Anreize gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert mich natürlich, den Kanal. Und ja, schreibt auch in den Kommentaren hin, was ihr als nächstes sehen wollt, was ich verbessern kann und so weiter. Schaut auch noch die anderen Videos an. Dann verlinke ich auch noch hier links, rechts und so weiter. Oben, unten ein paar Videos noch dazu. Guckt da rein, sind auch ein paar Monarch-Videos dabei. Und viel Spaß und auf Wiedersehen.